Oder ist er auf der Seite? Ja, genau. So langsam soll ich mir mal ein bisschen das Layout von Balmora einprägen, denn ich glaube, wir werden uns noch ein paar mehr Parts hier in dem Gebiet bewegen. Von daher wäre das gar nicht mal so doof. Ich glaube, das war in der Nähe von Sedanin, Caldera, wenn ich mich recht erinnere. War das nicht die nächstgrößere Stadt? Also die erste Stadt, in die man kommt? Von Sedanin aus? Nee? Okay, Moment. Ich schaue kurz auf die Karte. Damit wir hier nicht eventuell noch Geld verschwenden. Wobei wir davon eigentlich mehr als genug haben, davon mal abgesehen. Aber so kann man zumindest ein bisschen Zeit sparen. Und eben auch Geld. Da haben wir's. Ich meine, es war irgendwo in der Nähe von zwischen Sedanin und Balmora, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, genau. Nee, es ist überall vom... Es ist überall von Balmora. Ich hätte gar nicht reisen müssen, ich Spaten. Aber man kann nicht reisen dahin. Das ist, also mit der Stillstrider, das ist ein bisschen... Wir bieten euch einen besonderen blibla blöd. Zum gleichen, ja. Niedrigen Preis an. Hätte ich mal hier auf die Karte geschaut. Oder ist es angezeichnet? Ja, Caldera, da ist es. Okay, dann gehen wir eben zu Fuß. Ist ja auch kein Problem. Dann sehen wir ein bisschen was von der Landschaft. Wobei wir das Gebiet ja anscheinend schon abgegrast haben, so wie es aussieht. Snoop Dogg-like. Aber ja, kein Ding. Was? Ich bin Schläfer einer unter Tausenden. Ich überbringe euch eine Botschaft. Dagoth Ur ruft euch. I only love all Asian ladies. Die habe ich mehr als du. Und ihr könnt euch eurem Fürsten nicht widersetzen. Das sechste Haus hat sich erhoben und Dagoth ist seine Herrlichkeit. Es ist die Stunde des Erwachens. Er tritt vor in seinem Glanze und sein Volk wird frohlocken und seine Feinde werden sich wie Staub im Wind zerstreuen. Machst du das? Was? Moment, was? Der Dochtweizen ist getrennt und die Erde unter der Egge ist bereit, bepflanzt zu werden. Die Inva müssen sterben und ihr verrottetes Fleisch wird die Erde segnen. Ihr Fremder, ihr müsst sterben. Tiere und Menschen in der Fremde geborene Meer. Alle müssen sterben. Wenn ihr leben wollt, dann flieht vor seinem Zorn und verlasst dieses Land. Oder euer Fleisch wird den Boden nähern. Ist mit dir alles in Ordnung? Mein Gott, what the shit? Okay, die Wache interessiert das nicht. Ist gut. Ist gemerkt. Die Wache ist super in diesem Game, muss ich sagen. Oh Gott. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht, was sich hier an Sachen hier im Inventory hat. Okay, die Waffen sind scheiße, aber zumindest hat er hier 200 Draken. Also, nee, auf jeden Fall an mich. Ist zur Kenntnis genommen. Was? Sechstes Haus? Nee, red du. Ah, Mann. So viele Rassisten auch, der schon wieder hier. So ein Argonia in so einem guten Aufzug. Oh mein Gott. Ich nehme noch nicht mal den Aufzug. Ich nehme eigentlich immer die Treppe. Ging so, ich weiß. Ist aber tatsächlich so. Ist nicht irgendwie, keine Ahnung. Es ist nicht, dass diese Angst noch genährt wurde durch irgendwelche Horrorgames oder ähnlichem. Aber Aufzüge sind mir persönlich nicht geheuer. Also in Kaufhäusern oder so. Ist nicht meins. Also nicht nur, dass man eben durch die Treppen eben schön in Form bleibt, sondern ist mir einfach nicht geheuer. Es ist nicht so, es trifft nicht meinen Swag. Also so Aufzüge. Deswegen komme ich auch immer im selben Aufzug. Verdammt. Okay, ich wollte noch einen schlechten Witz machen. Ihr habt es bestimmt gerade gemerkt, aber irgendwie kam gerade keiner. Außer die ich bisher schon gemacht habe. Aber ja. Okay, die Ratte kann man, glaube ich, umgehen, so wie es aussieht. Jo, kein Ding. Und nebenbei übrigens, während wir hier auf dem Weg sind, wollte ich nochmal kurz was sagen. Ich habe ja vor kurzem einen Livestream gemacht, Resident Evil 3 Speedrun Attempts. Und ich habe ja diese Speedrun Attempts auch in zwei Parts auf YouTube hochgeladen. Übrigens, bald geht's auch weiter mit dem Livestream. Und ich habe auf YouTube so einen richtig geilen Kommentar bekommen. Ich habe ihn zwar schon gelöscht, aber ich muss sagen, ich fand den großartig. Das war so von wegen... also der Wortlaut war, okay, du spielst schon nicht schlecht, aber... Moment, wie war der genaue Wortlaut? Aber trotzdem tut es mir im Herzen weh, wenn ein Resident Evil Gott wie ich sieht, wie dumm du spielst. Und ich meine, das ist so großartig. So ein Resident Evil Gott. Oh mein Gott, also ich liebe solche Leute, ganz ehrlich. Also es hat schon einen guten Comedy-Faktor gehabt, muss ich sagen. Okay.
Aber ich weiß, die Wachen sind ja eigentlich immer so der Anhaltspunkt. Lass mal sehen. Die Caldera-Ebenerzminen liegen südwestlich von Caldera. Es gibt ein Kontor, Unterkünfte und einen Wachturm in der Nähe des Mineneinganges. Falls ihr sie euch ansehen wollt, geht von der Stadt aus zunächst nach Westen und macht dann einen Bogen nach Süden und dann durch einen Bergpass geradewegs in die Mine. Oder ihr könntet geradewegs über den Bergrücken klettern, aber das ist für die meisten zu schwer. Kein Problem. Wurde vom Kaiser bevollmächtigt, Ebenerz aus den reichen unterirdischen Vorkommen abzubauen, die hier zu finden sind. Weißt du noch irgendwas über Telvanni-Agenten? Nee, Moment, was? Achso, Kopfgeld. Okay. Gut. War das nicht die? Ich weiß nicht. War das nicht die, die uns hier die 7 Meilenstiefel gegeben hat? Ich weiß nicht. Aber gut. Geradewegs über den Bergrücken. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Moment. In einer Höhle in den Bergen nördlich der Caldera-Mine. Yep. Gut. Okay, wo war die Mine? Ich glaube, ich nehme einfach mal den... Wir können über den Bergrücken gehen, aber er sagt ja nicht wo. Norden, Osten, Süden oder Westen? Wahrscheinlich gibt es nur einen Bergrücken hier, aber ist ja egal. Hier. Von der Stadt aus nach Westen und dann einen Bogen nach Süden. Okay. Von der Stadt aus nach Westen. Okay, nach links dann, also. Ja, genau in die Richtung. Und dann einen Bogen nach Süden. Also sprich müsste das eigentlich müsste es ja irgendwo hier unten sein. Wahrscheinlich ist es genau der Fleck, den wir hier noch unbeobachtet haben. Du bist auch erstmal down. Alle erkrankt hier, das ist ja... Wir sind... Wir sind relativ nah hier am Roten Berg, von daher ist es eigentlich kein Wunder, aber trotzdem, dass hier so viele erkrankt sind, ist immer ein bisschen neu. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir mittlerweile schon Dark of Ur mehr oder weniger getriggert haben. Ich meine, wenn schon Schläfer hier unterwegs sind, dann macht das ja eigentlich schon Sinn. Weißt du was? Ich habe ein bisschen Lust, den Kollegen da oben mal ein bisschen tanzen zu sehen. Wir warten mal kurz ein bisschen, bis wir wieder Ausdauer haben und dann... Gibt's mal ein bisschen hier schön in die Zwille, mein Lieber. Come at me, bruh. Ah, so sieht das doch schon viel besser aus. Ich glaube, der ist stuck. Ja, das ist auch niedlich. Na komm, hier nochmal ein Feuerball für dich. Wunderbar. Barbecue. Ich will auch gar nicht seinen Loot. Das ist so ein bisschen wie diese Kollegen, wie diese Vollspackos in Nether. Hauptsache killen. Das ist hier Statusbestätigung. War das hier die... War das die Mine hier? War das die Mine? Ich bin mir unsicher. Aber es ist zumindest ein Wachturm. Zeugen Jehovas sind auch hier. Ja, das ist richtig. Moment. Eine Schreibstube heißt ja normalerweise, dass hier so die Officials sein müssen. Das heißt, sie sieht auf jeden Fall aus... Oder ist es ein er? lange Haare, ich glaube, das ist eine sie. Elena. Ja, ich glaube, ja. Die müsste ja eigentlich was wissen über die... Agenten, oder? Du bist in der Mine. Du bist in der Mine, meine Liebe. Aber gut. Wahrscheinlich hat sie nicht bemerkt. Na gut. Anscheinend weiß sie dann doch nichts, so wie es aussieht. Ich bin hier zum Schreiben, nicht zum Denken. Aber gut, nördlich von der Mine soll das ja gewesen sein. Aber ich will trotzdem mal sehen, ob hier eventuell noch einer ist. Ja, Unterkünfte. Die sind ja quasi direkt das Herzstück. Wenn sie mal hier wären, heißt es. Caldera-Aufzeichnung vielleicht. Dieses Buch enthält eine Aufstellung über das Ebenerz, das in Caldera abgebaut und von dort verschifft wurde. Ihr seht nichts Verdächtiges in der Liste. Okay. Gut, Watson. Das war dann wahrscheinlich doch nicht das Beste. Ich meine, dass die Kollegen Sklaven befreit haben, ist ja eigentlich gar nicht mal verwerflich, weil Sklaven sind einfach Bullshit, wenn man die eben hat. Und die eben auch noch anscheinend unterstützt werden darin, dass sie Sklaven haben. Alles andere ist ein bisschen blöd von den Kollegen, von den Telvanni-Agenten. Aber ich muss mal die Mine, den Eingang zur Mine finden, denn von da aus müssen wir ja nördlich quasi los. Aber irgendwie sehe ich gerade hier keinen Eingang. Ha.
einen sehe ich zumindest mal einen Alit. Auch gut, dass die hier auch unterwegs sind. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ich möchte gar nicht wissen, was für Magie die in dem Verein entgegenwerfen, die Kollegen hier. Übrigens haben Alit genau dieselben Soundeffekte wie Hunger. Und falls wir diese Quest hier schaffen, begegnen wir eventuell auch noch einmal unserem allerersten Hunger. Und ich glaube, ich habe noch nie gegen einen Hunger gefightet hier in diesem Game. Deswegen bin ich mal gespannt, wie resistent die Kollegen letzten Endes sind. Ah, da ist der Eingang. Sehr gut. Alles andere ist ziemlich offensichtlich, außer der Eingang der Mine. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Ich save am besten schon mal. Damit ich zumindest hier schon mal einen Anhaltspunkt habe, falls ich irgendwie draufgehen sollte oder so. Kleine Verperlung, sorry. Ah, okay, ich muss auf jeden Fall hoch. Also auf jeden Fall nördlich? War das nördlich? In einer Höhle in den Bergen nördlich, yep. Nördlich von der Karte aus? Das ist nun die Frage, obwohl es gibt gar keinen Eintrag auf der Karte, also nehme ich mal an, von dem Eingang hier aus. Weil nördlich von der Mine wäre ja quasi in die Richtung. Ja. Ja, ist mehr oder weniger auch nördlich von der Mine aus, also von daher.